Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu, ja, PS5 Schritt für Schritt Reihe fange ich jetzt an, würde ich sagen. Und wir fangen im ersten Video an mit dem Home-Menü und wir gehen komplette Home-Menü durch, wo was ist. Und zu jedem Unterpunkt werde ich dann natürlich die dementsprechenden Videos machen. Wie ihr seht, es sieht jetzt anders aus als auf der PS5. Wir haben jetzt eine gewisse Anzahl an Spielen hier oben drin stehen. Das sind die letzten, die wir gespielt haben. Hier hinten haben wir die Bibliothek. Da kommt dann später noch ein Video dazu. Da haben sie jetzt mit dem vorletzten Update auch eine geändert. Der PlayStation Shop, der ist jetzt hier vorne. Der bleibt auch hier vorne. Im Gegensatz zu PS4 ist der Shop jetzt integriert in die PS5 Software. Also wir ist es nicht mehr, also ins Menü integriert, sagen wir mal so. Er ist jetzt nicht mehr als einzelne App, wo man dann reingeht und ladet. Nein, man kann hier jederzeit runterdrücken oder X drücken und kommt dann halt hier rein. Alles funktioniert reibungslos. Den neuen Shop zeige ich euch dann aber auch noch im separaten Video. Noch ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr hier vorne Spiele habt oder auch manche Spiele, die nicht hier vorne sind, die ihr aber installiert habt und ihr geht über Einstellungen und dann Speicherverwaltung und löscht Spiele. Da kommen wir später auch noch hin, in einem der späteren Videos. Und ihr habt dann hier vorne so eine schwarze Kachel oder beziehungsweise hinter dem Store-Icon, was eigentlich nicht gehen sollte, eine schwarze Kachel von dem Spiel. Weil manchmal schiebt sich, ich weiß nicht, ob das Problem immer noch ist, ich hatte es aber am Anfang sehr oft, dann dieses Spiel einfach nochmal neu installieren. Und dann, während es am Installieren ist, einfach den PlayStation-Knopf drücken. Dann habt ihr hier unten so ein Download-Symbol. Da geht ihr runter, das ist so ein Pfeil, der nach unten zeigt. Oder nach oben, ich weiß nicht, nee, nach unten zeigt. Da geht ihr rauf und dann könnt ihr es einfach abbrechen und löschen. Und dann verschwindet das auch hier vorne und dann ist es weg. Nur so ein kleiner Tipp von mir. Ganz oben links seht ihr, wir sind jetzt im Spielebereich, daneben haben wir den Medienbereich, auf der rechten Seite haben wir die Uhr und vor der Uhr die Lupe zum Suchen und wir haben ein Zahnrad, wo die Einstellungen sind und unser Avatar, was unser Profil ist. Da werde ich auch jeweils ein separates Video zu machen. Viele steuern einfach mit einem Steuerkreuz, jetzt hoch, links, rechts und so. Das geht aber auch einfacher. Wenn ihr zum Beispiel die Medienquelle und die Spielquelle wechseln wollt, einfach mit R1 und L1 die Bereiche hin und her wechseln. Wenn ihr schnell zur Lupe wollt oder schnell zu Profil, einfach Dreieck drücken und ihr kommt nach oben. Und dann könnt ihr mit den Steuerkreuztasten dahin gehen, wo ihr hingehen wollt. Ja, wir haben auch noch dann, habe ich noch nicht eingestellt, mit dem Share-Knopf kommen wir hier in den Aufnahmebereich. Wir können eine neue Aufnahme starten, einen Screenshot machen. Funktioniert natürlich auch, wenn wir das gedrückt halten mit dem Screenshot. Und dann haben wir noch Übertragung. Wir haben jetzt keine Übertragung online. Aufnahmeeinstellung. Da haben wir dann noch die Einstellung, wie wir aufnehmen wollen. Höchste Qualität, 1080p, Mikrofon einschalten. Ja. Da könnt ihr euch dann alles anpassen, wie ihr das wollt, wenn ihr eine Aufnahme startet. Das sind diese Standardeinstellungen. Da kommt ihr schnell dorthin. Wenn ihr auf einem Spiel seid, könnt ihr nach unten drücken und kommt zum Spiel, könnt Spiel starten. Ihr habt hier die Einstellungen, ja, mit den drei Punkten. Produktanzeigen, da kommt ihr dann direkt ins Store. Nicht mehr verfolgen, da werden mir dann keine News mehr angezeigt von Fortnite, aber ich will es ja verfolgen. Dadurch werden mir dann auch News angezeigt und dann haben wir noch die PS4 Vollversion. Da könnten wir dann da rüber wechseln. Die habe ich aber nicht installiert. So, müssen wir erstmal Version des Spiels nochmal ändern. So. Und Gesundheitswarnung, das kennt er ja alles. Spiel starten kennt er auch. Links, also einmal nach rechts gedrückt, ist das Trophäenmenü. Hier habt ihr dann die ganzen Trophäen.
für das dementsprechende Spiel. Darüber sind dann immer so ein Add-on, aber auch nicht immer. Meistens sind sie dann hier unten drunter, die Informationen, und dann kommen hier die Trophäen. So. Und dann habt ihr dann hier die Infos und von YouTube so ein paar Empfehlungen für euch. Und hier unten sind die DLCs. Also alles schön knackig in einem Blick. Wenn ihr auf dem Spiel drauf seid, habt ihr auch die Möglichkeit, mit der Options-Taste auf Update überprüfen. Dann wird natürlich auf Updates überprüft. Synchronisieren. So, da können wir dann praktisch Konsolenspeicher wird jetzt online gespeichert, da funktioniert es jetzt nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal Sniper Elite. So, gespeicherte Daten hochladen. Und so werden halt ziemlich schnell die Daten hochgeladen oder downloaden. Also wir können jetzt praktisch vom Konsolenspeicher hochladen. Dann wird das Safe Game hochgeladen. Oder wir können von der Cloud runterladen. So. Spielinhalte verwalten. Ja, da sind dann halt jetzt die Sprachen. Wir haben es natürlich nur das deutsche Paket. Die anderen Pakete sind nicht installiert. Bei Sniper Elite Spielinhalte verwalten. Ja. Hier gibt es leider keine Liste, aber ich habe halt alle 12 DLCs installiert. Können wir hier mal gucken. Achso, habe ich ja gar nicht mehr drauf. Hier auch nicht. Naja, schade. Ich habe jetzt keins, wo ich jetzt hier ein DLC habe. Also hier, wie gesagt, hier. Ich habe jetzt 12 DLCs installiert. Waffen, Ausrüstungspacks und die Erweiterung und alle drin und dran. Und das steht dann hier. Dass es halt keine weiteren Spielinhalte gibt. Wenn man jetzt noch ein, zwei übrig hat, habe ich denn irgendein Spiel mit einem Download? Marvel. Spielinhalte verwalten. Da haben wir dann hier auch wieder die Sprachpakete. Sackboy. Auch die Sprachpakete. Ja, hier wird es auch noch nie benutzt, ehrlich gesagt. So, dann könnten wir löschen. Wir könnten es auf den USB-Speicher verschieben. Weil ich habe einen Speicher dran, also eine externe Festplatte, da kann ich es dann hin verschieben. Könnte dann, weil es die PS5-Version ist, natürlich nicht davon starten. Der erweiterte Speicher kommt ja jetzt erst für intern. Mit der Beta-Software ist ja schon ausgeliefert worden für Tester, aber für uns halt als normale User noch nicht. Aber bei der nächsten beim nächsten Update 2.0 wird es wohl sein von der Software von der PlayStation. Da wird dann auch der interne Speicher in der PlayStation freischalten, den wir erweitern können. Informationen sind halt Informationen, wie groß es ist, zuletzt aktualisiert und Update-Version und Download-Status und wo es halt installiert ist, hier im Konsolenspeicher. Wenn wir jetzt zum Beispiel Ratchet & Clank nehmen, Informationen, so, installiert im erweiterten USB-Speicher, weil das kann ich auch nicht starten, seht ihr ja, da müsste ich das Spiel erst verschieben. Hinweise zum geistigen Eigentum, da kommt dann jetzt wieder die ganze Liste und die Icons hier von Sony wegen dem geistigen Eigentum. Version des Spiels, da können wir dann halt zwischen der PS4-Version, habe ich jetzt kein Bild, logischerweise, weil ich die nicht installiert habe, die funktioniert nicht auf der PS5. So, Version des Spiels. So, am Anfang hat die Fortnite PS4-Version auf der PS5 funktioniert, jetzt funktioniert sie nicht mehr. So. Dann, wenn wir die Taste, die PlayStation-Taste nicht länger gedrückt halten, hier ist sie nur mal kurz drücken. Ich komme immer noch durcheinander. Ich habe jetzt schon, ich habe die PlayStation 5 seit Anfang, vom Anfang an, und ich komme immer noch durcheinander mit der PlayStation-Taste. Wenn man die bei der PS4 so drückt, kurz kommt man ins Home-Menü
Und wenn man sie lange drückt, kommen die Einstellungen. Hier ist es umgedreht. Kurz kommt man in die Einstellung und wenn man lange drückt, kommt man ins Home-Menü. Also da habe ich immer noch so meine Probleme. Und dann kommen wir hier unten auch in zu den weiteren Menüpunkten, die wir haben. Wir haben hier auch unser Profil. Da kommen wir aber gleich dazu. Wir haben hier einmal Haus. Da kommen wir da natürlich wieder hin. Das könnt ihr von überall aus starten. Dieses Menü auch von innerhalb der Spiele. Wechsler, da können wir dann jetzt hier Spiele wechseln. Wir können dann, wie nennen wir das? Wenn ihr das Spiel startet, startet ihr das Spiel direkt. Wenn ihr geht auf zum Spieler-Hub, das wird jetzt bei dem hier nicht unterstützt. Normalerweise, ich werde mal nochmal gucken. Bei Fortnite vielleicht, Spieler-Hub. Nee, auch nicht. Da kommt ihr dann halt da, wo die Trophäen sind und könnt, also bestimmte Levels, wo Trophäen sind und könnt dahin switchen. Aber ich kann euch das mal demonstrieren. Wir starten einfach mal Sackboy. Ah, ich habe jetzt, glaube ich, das Safe Game von Sackboy gar nicht drauf. Hier seht ihr das denn? Das sind einzelne Trophäen und Abschnitte, Levelabschnitte, wo welche Trophäen zu holen sind. Ah doch, mein Safe Game ist da. So, und ich kann jetzt innerhalb des Spiels, ihr seht, ich bin ganz normal im Menü, innerhalb des Spiels jetzt einfach sagen, ich möchte diese Trophäe machen, Aktivität starten und dann komme ich in das dementsprechende Level, also Prüfung 1, Yeti kommt. Und bin halt da dann gleich drin. Wir schließen das Spiel mal kurz. So, wir gehen wieder unten in den Wechsler rein. Weil wir haben ja hier nicht so wie bei der Xbox so die Möglichkeit, halt mehrere Spieler im Hintergrund gleichzeitig laufen zu lassen. Ach, ist ein Kostüm da, sehe ich gerade. Auch mehrere Kostüme. Ratchet & Clank und so. Ui. Zur Bibliothek hinzufügen. Das ist noch eine. Also ich brauche jetzt nicht in den Store gehen. Ich brauche einfach hier nach unten und kann einfach sagen, hier Bibliothek hinzufügen. Dann werden die meiner Bibliothek hinzugefügt. Ich brauche jetzt nicht extra in den Store gehen. So wie früher. Das ist eine entscheidende Verbesserung. Und die werden hier automatisch, seht ihr, alle als gekauft gekennzeichnet. Und dann sind die aktiviert. Bei Spielen wie Sniper Elite, die jetzt hier DLCs haben, die etwas größer sind, wenn ihr dann da drauf geht dann und installieren macht, dann wird es halt runtergeladen bei den größeren Sachen. So. Aber wie gesagt, Sackboy, seht ihr, Spiel starten, es ist jetzt definitiv deaktiviert. Wir hatten das mit dem Yeti genommen, da habe ich bei 50%. Wir nehmen jetzt einfach mal das hier, dass ihr das seht, weil das ist ein ganz anderes Level. Und dann gehen wir einfach mal dahin. Aktivität. Sonst nicht. Ah ne, doch, bin ich gleich da. Also ihr seht, ich bin jetzt nicht vorne im Menü oder irgendwo, sondern gleich in der Herausforderung drin, wo ich die dementsprechende Trophäe machen kann. So, wir machen das aber gleich mal wieder schließen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde die Funktion ganz gut, aber ich nutze sie eigentlich gar nicht. Also ich habe sie noch nie genutzt. So. Und bei Spiel starten ist natürlich Spiel starten automatisch. Spieler Hub ist natürlich auch ganz normal, wenn ihr das Spiel oben habt. Hier unten bei Aktivitäten ist der Spieler Hub.
ganz normal zu finden. So. Dann haben wir Mitteilungen. Mitteilungen haben sie Gott sei Dank etwas überarbeitet. Man kann jetzt hier einfach sagen, nicht stören. Ja. Ich versuche gerade harmlos irgendwie auszudrücken. Die Anfangseinstellung oder das Anfangsmenü von der PS5 war grottig. Also irgendwie bei der PS4, da war alles so einfach gelöst. Man konnte mit ein, zwei Klicks überall hin. Und hier bei der PS5 braucht man 6, 7, 8 Klicks, um irgendwo hinzukommen. Auch dass halt alle Nachrichten untereinander waren. Man konnte Freunde nicht richtig finden. Und irgendwie mit dem Partysystem ist alles irgendwie komplizierter geworden. Und hier habt ihr dann praktisch oben die ersten drei aktuellen Sachen. Das ist halt eine Nachricht, die ich gekriegt habe. Wie lange ich ein Spiel gespielt habe. Das habe ich mir bei der PS4 nachgerüstet, weil bei der PS4 wurde das nicht angezeigt. Also es ist eine Einstellung, also es ist eine Webseite, die das für einen trackt. Und bei der PS5 geht es ja so. Da kann man sehen, wie lange man welches Spiel gespielt hat. Vor einer Stunde und vor 3 Stunden war hier eine Aktualisierung und hier installiert. Installiert, nicht wirklich installiert. Ich habe es von der externen Platte zurückgeholt für dieses Video. So, Partys. Du hast Partys verlassen. Achso, ja, das vorhin für den PlayStation 4 Video war das. Und hier dann die Aktualisierungen sind hier drin. Kannst du auch hier dann einfach rauslöschen. Ja, und dann. Aber das dauert halt ewig. So, dann Options können wir drücken. Da haben wir Mitteilungen löschen. Da können wir das auf einzeln nochmal löschen. Oder alle Mitteilungen löschen. Oder Mitteilungen, Mitteilungseinstellungen. Bei Mitteilungseinstellungen könnt ihr jetzt einstellen, was euch direkt angezeigt wird. Also Pop-up-Menü zulassen, Vorschauanzeige. Ihr könnt auch das hier oben. Ja, wo war das? Da. Vorschauanzeige, eine normale kleine Anzeige oder halt eine etwas größere mit mehr Informationen. Anzeigedauer Standard. Wenn Freunde online gehen. Ihr könnt hier wirklich jedes, auch hier Trophäen. Also bei Videoausgabe habe ich es aus, weil ist eigentlich Quatsch, weil während man ein Video macht, läuft eigentlich kein Spiel im Hintergrund, das wo man eine Trophäe kriegen könnte, aber egal. Herausforderungen, Freundschaftsanfragen, habe ich alles so eingestellt, dass es im Menü, also bei Videoausgabe und laufenden Übertragungen ausblenden. Und wenn ich jetzt praktisch vom Spiel ins Menü gehe, wird mir das alles erst angezeigt. Habe ich bei fast allen so. Da könnt ihr euch das so einstellen, wie euch das gefällt. So. Dann haben wir die Game Base als nächstes. Also wartet mal, ich werde mal noch schnell alles anschalten. Also ihr könnt mit dem Options-Knopf könnt ihr praktisch, also der mit den 3 Strichen, könnt ihr praktisch auch Sachen ausschalten. Also VR habe ich jetzt nicht angeschlossen. Download ist immer nur dann an, also das hier in der Mitte, das mit dem Pfeil, ist immer nur dann an, wenn es auch wirklich einen Download oder einen Upload gibt. Und da hinten mit dem, die sind die ausgegrauten Sachen, das sind die, die ich halt nicht wegmachen kann. So. Wir kommen zu Gamebase. Wir haben hier Partys. Ja, das sind die Partys, wo ich bin. Wir können die Registerkarte mit L1 und R1 wechseln zu Freunde. So, da haben wir dann hier unsere Freunde, die online sind. Alle Freunde. Das war vorher auch nicht so einfach. Und hier. Entschuldigung. Hier zu Gamebase, dann kommen wir nochmal in diesen größeren Bereich, den ich übersichtlicher finde und schöner gestalteter. Freundschaftsanfragen habe ich jetzt zum Beispiel 2. Und suchen, da können wir dann Freunde suchen.
Das findet ihr dann alles über die Gamebase. Also ihr, euch wird auch hier Freundschaftsanfrage oder so, wird euch hier nicht angezeigt. Also ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden, dass mir das hier mal vernünftig angezeigt wird. Wir müssen immer, im Gegensatz zu PlayStation 4, wo wir so ein Freundschafts-Icon haben, wo halt alles, was mit Freunden zu tun hat, wenn wir jetzt eine Anfrage kriegen mit einem Freund oder so, dass da irgendwie so ein Icon drüber ist, ein roter Punkt zum Beispiel, hey, du hast eine Anfrage oder so. Das haben wir nicht, wir müssen halt immer zur Gamebase gehen und dann hier oben bei Anfragen. Und dann können wir akzeptieren oder halt nicht akzeptieren. Das finde ich halt so ein bisschen belastend. Musik ist Musik. Da kommen wir zu Spotify. Ja, da können wir der Musik hören. Funktioniert jetzt eigentlich nicht. Also ich muss Spotify erstmal runterladen wieder. Hatte ich deinstalliert. Dann könnt ihr während, ja, ich müsste halt den HDCP erstmal abschalten und dann könnt ihr, während ihr spielt, dann Musik hören und könnt euch dann halt hier drüber auswählen, welche Musik ihr hört. Ist sehr einfach und ganz unkompliziert. Wenn ihr das nicht braucht, wenn ihr das nicht wollt, einfach ausblenden, Haken raus, bumm, fertig. Hier, 44 Leute sind online, das sehe ich. Ich habe auch Nachrichten, das sehe ich hier auch. So, und jetzt ist der Button weg, also der blaue Punkt. Aber mir fehlt halt das für Freundschaftsanfragen. Und Übertragung habe ich jetzt angemacht für euch. Da sehen wir dann, da wäre dann ein roter Punkt denn unten oben rechts, glaube ich, war das. Wenn wir eine Übertragung haben, wir haben jetzt keine Übertragung, können wir wegmachen. Barrierefreiheit, da können wir den Kontrast und Farbkorrektur einschalten. Also für Leute mit Sehbehinderung brauche ich jetzt auch nicht, können wir auch wegmachen. Brauchen wir auch nicht ständig. Ne? Dann haben wir Netzwerk. Ich bin mit Kabel verbunden. Und hier haben wir dann Netzwerkeinstellungen. Oben steht dann halt, wir sind mit dem Kabel verbunden, LAN 1, Internetverbindung ist, steht, PSN, also PlayStation Network, angemeldet. Und dann hier Verbindungsstatus anzeigen. Da können wir dann hier den ganzen Status anzeigen mit IP-Adresse und allem drum und dran. Dann Status, da kommen wir in den Browser rein. Das ist auch die einzige Möglichkeit, um den Browser noch irgendwie halbwegs aufzurufen. Ja, also wenn ihr euch eine Nachricht schickt, weil ihr könnt hier so nichts mehr machen. Vorher ging es mal noch, dass man hier oben dann irgendwie anklicken kann, aber das funktioniert alles nicht mehr. Wir haben hier keinen Browser auf der PS5. Internetverbindung testen. Na, können wir jetzt mal testen. Aber wie gesagt, nehmt euch dann das nicht zu Herzen, was hier steht bei Internetverbindung testen. Es ist halt immer noch nicht auf dem aktuell und laufenden Stand, wie wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Wie ist meine IP zum Beispiel euer Internet checkt oder speedtest.net. So direkt und so genau ist das nicht. Na, Download-Geschwindigkeit ist ziemlich nah dran. Ich habe 100.000, 106.000, um genau zu sein. Mal gucken, was er bei Upload sagt. Also bei Upload hatte ich nie die Originalwerte, die ich eigentlich hatte. Also 13,4. Naja. Und ich lade gerade nichts hoch, nichts. Also müsste wesentlich mehr sein. Also nehmt euch das nicht zu Herzen, das ist halt nicht immer das Aktuellste. Dann haben wir hier Einstellungen, wenn wir immer nach unten drücken, mit dem Internet verbunden und Internet-Einstellungen. Wir können auch hier einfach mal einen Haken rausmachen und dann seht ihr, wir sind jetzt nicht mit dem Internet verbunden und nicht mit dem PSN. Das heißt, wenn wir jetzt, du bist offline, habt ihr ja gerade gesehen. So, wenn wir jetzt hier in den Store gehen, du bist offline. Also wir können jetzt auch nichts sehen. Schalten wir mal wieder ein, Internetverbindung einrichten. Da können wir jetzt
Weil Kabel haben wir ja schon eingerichtet, alles. Dann können wir dann hier oben steht es verbunden, können wir noch aufdrücken. Kabel an und dann haben wir hier noch die. Ja, da. Dann haben wir dann halt noch die Fritzboxen, die sich hier in der Gegend befinden und keine Ahnung, was das andere für Boxen sind. Und, oder mit WPS-Taste einrichten. WPS-Taste ist halt eine Taste an, ja, an Routern, zum Beispiel bei der Fritzbox, da ist sie. Und dann drückt man die WPS-Taste und drückt dann hier hoch drauf und dann finden die sich automatisch. Manuelle Einrichtung. Da können wir dann LAN oder WLAN. Wir nehmen jetzt, also, ja, da könnt ihr dann halt manuelles Netz eingeben oder wenn ihr LAN-Kabel habt mit dem DHCP-Host und Proxy-Server und MTU-Nummer, wo alles das, was bei der PS4 auch gab. Bei MTU kann man auch noch mal ein bisschen Speed rausholen. Ich habe es noch gar nicht getestet, ob es bei der PS5 auch funktioniert. IP-Adresse automatisch, also da habt ihr dann die Einstellung wie von der PS4 auch. Und ihr seht, der Shop ist auch wieder da. So. So, Ton, da haben wir jetzt die Toneinstellung mit einem Schnellzugriff. Das findet ihr unter Einstellung auch. Das finde ich super, dass das hier so schön zentriert ist, dass wir nicht immer in Menü müssen oder so. Ausgabe, da können wir jetzt auswählen. Eigentlich, aber ich habe ja nur halt TV dran. Also ich habe ja kein anderes Gerät dran mit USB oder irgendwas, wo ich dann hier was ändern könnte. Hättet ihr ein Headset dran mit USB oder am Controller, könntet ihr dann da die Einstellung ändern. Controller-Lautstärke. Das ist der Lautsprecher halt am Controller. Da fehlt mir noch irgendwie die Einstellung zum direkten Deaktivieren. Bei den Grundeinstellungen, die ist nicht vorhanden. Das bei einigen Spielen wird der ja noch benutzt, der Controller. Und wenn du mit Headset spielst, geht dir da sehr, sehr viel verloren, weil du den Controller-Lautsprecher halt nicht so direkt abstellen kannst, was ich sehr schade finde. Wenn ich jetzt mein Mikrofon dran hätte, wartet mal, ich noch. Das finde ich auch schade, dass sie bei der PS5 nicht so ein Standard-Headset einfach, so ein Billig-Headset wie bei der PS4, ist ja nicht gut verarbeitet und so, aber meine halten immer noch, mit beigelegt haben. So, und dann, achso, ich muss erstmal entmuten und dann könnte ich dann hier praktisch den Sprachchat, wenn ich, achso, ich habe ja keinen Sprachchat jetzt offen. Wenn ich jetzt einen Sprachchat hätte, dann könnte ich den jetzt hier einstellen. Audio im Chat deaktivieren oder aktivieren. Musik und dann kann ich Video, kann ich hier die einzelnen Lautstärken einstellen. Ich nehme mal das Headset wieder raus. So. So. Dann habt ihr noch später bei Einstellungen habt ihr auch die Möglichkeit, das Mikrofon grundsätzlich gemutet zu haben. Also hier könnt ihr dann auch auswählen, Audio im Spielchat deaktivieren. Dann heißt das ist halt das Audio im Spielchat, nicht Party oder so. Achso, das steht hier unten auch noch, geht nicht für Sprachchat. Ja, dann, wenn er das macht, dann egal in welches Spiel drin geht, das Audio vom Spiel, die Mikrofone von den anderen sind stumm geschalten. Ihr hört ja, dass wir Ton haben. Ich habe es so eingestellt bei Einstellung, dass eigentlich, wenn ich meine PlayStation anmache, grundsätzlich. Da seht ihr jetzt Mikrofon aus. Ich habe das jetzt manuell gemacht, weil ich eben die anmachen musste für die Einstellung. Grundsätzlich ist bei mir das Mikrofon, wenn ich meine PlayStation habe, immer aus. Finde ich sehr gut. Bitte Leute, nehmt euch da ein Beispiel dran. Macht die Standardeinstellung aus. Wenn ihr das braucht, macht das an. Weil es nervt echt, wenn man online geht und Leute im Hintergrund ihr scheiß Mikrofon und Controller nicht aus haben. Und du hörst die fluchen und. Oder die haben den Controller irgendwo liegen und du hörst und machen nichts und hast irgendwelche Musik und die Ohren werden dir voll gekräht mit irgendwas. Das ist nicht schön. Mutet euch. Wenn ihr das nicht braucht, der Mute-Knopf ist jetzt direkt am Controller. Einfach mal muten, bitte. Wenn ihr hier hört, wir haben hier Ton. Wenn wir den Mute-Knopf vom Controller einmal drücken, dass wir das Mikrofon stumm haben, dann leuchtet das so bräunlich. Orange. Würde ich sagen.
Wenn wir den Mute-Knopf aber gedrückt halten, dann ist sämtliches Audio aus. Ich drücke mal wieder. Sämtliches Audio heißt, auch das Audio in Spielen ist aus. So, Mikrofon. Hier habe ich dann, seht ihr hier, stumm schalten. Ich könnte es jetzt anmachen. Stumm. Wireless Controller. Ich habe kein anderes Mikrofon. Ja. Und wenn wir was anhaben, dann können wir hier auch den Mikrofonpegel uns einstellen. Das geht auch. So, ich habe jetzt mal Headset dran gemacht. Jetzt steht hier das Headset. So, dann können wir hier beim Headset den Mikrofonpegel anpassen. Ich mache mal Headset wieder raus. So, Mikrofonpegel anpassen. So, und dann kann man halt hier X drücken, hoch, runter, links, rechts. So. Ach Mensch, jetzt hat mich verdrückt. So, wem das alles zu viel ist, kann das auch alles noch deaktivieren. Das zeige ich euch gleich noch. So, Zubehör. Da haben wir dann halt jetzt den Wireless-Controller. Hätten wir jetzt noch eine, zum Beispiel eine Tastatur dran oder was, oder ein Headset, würde das hier auch mit angezeigt werden. Bei Zubehör. Glaube ich. Ich habe es noch nicht getestet, weil ich habe noch keine Geräte. Profil ist halt unser Profil, da kommen wir später noch dazu. Das ist genau das gleiche hier wie hier. Aber da kommen wir in einem späteren Video zu unserem Profil noch. Und ein- und ausschalten. Ja, da können wir in Ruhemodus ausschalten und neu starten. Das kennt ihr ja alle. Und wenn ihr euch jetzt hier praktisch nicht so viel anzeigen lassen wollt, wie gesagt, einfach Options-Taste. Gamebase könnt ihr ausschalten, Internet, Ton, Mikrofon könnt ihr alles ausschalten, habt ihr kurz clean. Aber ich möchte gerne das angeschaltet haben, Internet, also Netzwerk auch, dass ich halt jederzeit mal gucken kann, ob alles verfügbar ist und alles läuft. So, das soll es jetzt soweit zum PlayStation-Menü. Also zur neuen Benutzeroberfläche auch für das erste gewesen sein. In den nächsten Videos werden wir uns dann die Medien angucken, also den Medientab angucken. Wir werden es. Also ne, ich zeige euch das mit der Lupe noch, scheißegal. So, Lupe. So, da sind wir dann halt. Können wir dann suchen: Spiele, Medien, Spieler, alle. Wir gehen jetzt einfach auf Medien und geben jetzt mal ein. Was geben wir ein? So, John, für John Wick. Und dann wird uns alles angezeigt, was wir jetzt mit John finden. Hier können wir dann zu Spiele rüber wechseln. Das ist ja das John Wick Spiel, das habe ich ja. Aber ich habe es nicht als Download. Werde zu Baba Yaga. Ich habe es mir für einen schmalen Taler bei Otto gekauft. Da hatten sie kurzzeitig im Angebot für 9 Euro oder 14 Euro. Da habe ich dann zugeschlagen. Wenn ihr dann halt auf Medien geht, logischerweise die Filme und aus allen möglichen Kategorien. Spieler. Dann werden euch die Spiele angezeigt und bei alles, alles. Bei Einstellungen, da kommen wir dann später im späteren Video dann noch dazu, zu den ganzen Einstellungen. Das ist dann halt die PlayStation-Einstellung mit bei, also Ton, Bild. Für die Spiele haben wir einen Haufen Einstellungen. Ganz, ganz viel, was neu ist und was super ist. Und unser Profil, hier haben wir den halt Status, Profil, Ausloggen und hast nicht gesehen. Da kommen wir dann auch, und Trophäen, da kommen wir auch in einem späteren Video dazu. Und hier vorne, wie gesagt, die Aldi-Tüte, also der das PSN-Logo, das bleibt immer da. Das wird immer am Anfang sein und am Ende ist immer die Bibliothek. Wir haben noch keine Möglichkeit, hier irgendwie Ordner zu erstellen oder irgendwas zu machen, so wie es ist. Und hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Spiele sind hier zu finden und ihr seht immer mit... Ja, Musik kann ich ausschalten.
Normalerweise ist ja dann Hintergrundmusik von jedem Spiel. Und jedes Spiel hat ja sein eigenes Hintergrundmenü. Ja, also. So, das soll es jetzt soweit auch gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestmögliches tun, euch da zu helfen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin. Na, komm her hier. Da seht ihr, da kommt oben gerade eine Nachricht. Aber wie gesagt, nur wenn ich im Menü bin, wenn ich im Spiel bin und da im Film gucke, habe ich alles ausgeschaltet. So, aber jetzt wirklich. Tschüss.